Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Das Leben vergibt keine Schwächen. Krebs. Was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Ach Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Europa erobert! Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Faulpelz! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Dann soll die Armee im Kehrt machen!
Fürst der Treue. Ich glaube! Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! It's yours, my friend. It's yours, my friend. Das ist 5 Kilometer vom Stadtkern. Ich will sofort zum Bericht! Entsuchen Sie ihn! Du lässt mich mein Kapitulationsangebot gemacht. Ich hätte gut daran getan! Thank you.
Da bist du denn wahnsinnig geworden. Das war ein Befehl! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. It's yours, my friend. It's yours, my friend. Steuer, ja! Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler! Verräter! Thank you.
See und Graham müssen so bald als möglich aufbrechen. Ich hätte gut daran getan! Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Die Logik der Frau. Wie bitte? Unsinn! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ich hätte gut daran getan! Dieser Versager, dieser Schmarotz.
friend. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Heavy Machine Gun. Er muss zur Verfügung stehen. Sie übernehmen das Kampf. Thank you.
was nach diesem Kampf übrig bleibt. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein soll. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Das ist ein geschwätzter Schweinepfaff. Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Anders kann man das nicht machen. Begeben Sie sich zu Burnitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Das war ein Befehl! Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stadtkern! My friend. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein. Allein auf mich gestellt. Thank you.
Europa erobert. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berliner Kranstadt. Die 9. Armee ist auf Laugenhin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Der Angriff steigert mein Befehl! My friend. Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Und man griff auf unsere Städte am Rückgut des Südens. Speer, ja! Windflammen, unbereite Bauernkünstler! Der war korrupt, immer schon. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Dieser Versager, dieser Schmarotz. It's yours, my friend. Thank you.
Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Erwähnt sich bereits als Sieger zu den Zinkereien. Es wird ein böses Erwachen geben. Ist der Russe schon so nah? Die Logik der Frau. Wie bitte? Unsinn! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.